Und das ist auf jeden Fall so die Sache mit dem. Müssen wir mal gucken jetzt. Was haben die? Kasadin hat, was hat der für einen Ping? 500.000 Milliarden? Wieso? Ja, wir sind alle auf 100% und die überhaupt nicht. Aber die haben, ich muss gerade gucken, 3 Ignites. 2 davon werde ich wahrscheinlich öfters sehen. Wir haben 2 Ignites. Mhm. Bei denen hat der Kassa den Teleport, weil der noch nicht mobil genug ist. Ja, und Flash. Hm? Und Flash. Ja. Was ich bei dem Remake Kassadin auch mal ein bisschen verstehen kann, weil nachdem der das dritte Mal nacheinander seinen Sprung benutzt hat, ich glaube, der nächste Sprung kostet 1200 Mana. Ich habe keine Ahnung. Ja doch, das stackt jetzt. Also das doppelt sich oder so. Der erste Sprung kostet 75. Wenn du direkt danach noch einen machst, kostet der 150. 150, 300, 600, 1200, glaube ich. Ich glaube, das doppelt sich jedes Mal. Ich nehme das Totem mit zum Warden oder soll ich zum Ward aufdecken nehmen? Mach wieder mal eins. Ja. Ich würde wahrscheinlich an deiner Stelle. Ja, genau. Den Abwehrtotem! The Sana Gate Herrick is better than that. I'm gay nieder. Mhm. Gay Tarik is better than that. Mein Tarik cooler. Dem ersten ist dann ja ein bisschen zu nervig. Ist irgendein Tarik nicht gay Tarik? Der Tarik ist cool. Der trägt trotzdem Edelsteine mit sich rum. Yes, man. Es sind Blood Diamonds. Ja. Also ist das der afrikanische Plünder Tarik, ja? Ja. Mhm, toll. Ich bin stolz auf dich. Blood Brave spielt Blood Diamond. Auf jeden Fall. Und ich bin Wonder Woman! Ich hab ganz verstimmt, du bist ja auf, hab ich ganz vergessen. Ist ja Ranked, ne? Die Vasallen sind erschienen. Stimmt, ja. Ich wurde gestern nett begrüßt. Ich bin kurz gestern nochmal bei den Jungs von EOR ins TS gegangen, ein paar Freunde so. Mhm. Die Enemies of Real Life, ja doch. Dann waren da einige Leute, war anscheinend die im Teamspeak, die da neu waren und so. Und dann komme ich da rein, spreche 3-4 Worte. Hey, das ist ja wohl voll die Let's Player-Stimme. Ich so, ja, da hast du dann wohl recht. War lustig. Hat mich amüsiert. Na dann. Da ich ein Quatschkopf bin, konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, dann direkt irgendwelche komischen Gesetze fallen zu lassen, die klingen wie ein Radiomoderator. Was denn, das Wetter oder der Verkehr? Ich weiß es nicht, aber mehr davon nach diesen Nachrichten. Gewimming. Gerade wollt ihr irgendwie den Spell nicht drücken, ich weiß auch nicht warum. Hey, komm, mach mal. Wonder Woman! Wonder Woman! Na komm mal, ein Stück näher noch. So. Gay-Tarik, Alter. Ja, ja. Gay-Tarik, ich töte euch. Gay-Tarik. Ja, und? Auch ein Gay kann Leute töten. Das eine hat ja wohl nichts mit dem anderen zu tun. Wie schon. Jetzt hat die ihren Schildschlag. Ab jetzt wird die wahrscheinlich aggressiver werden. Möglich, ja. Na, jetzt sicher. Die wird trotzdem probieren, da irgendwas zu reißen, wette ich. Einfach weil sie Leona ist. Und weil du keinen Mana hast. Und weil ich keinen Mana habe. Oh mein Gott, nein, ich habe ja keinen Mana. Und ich habe ja zum Glück kein Magic Shield, womit ich irgendwie Spells abfangen kann. Du doch nicht. Wir sollten aber, glaube ich, mal. Guck mal, der Amumu ist beim Warwick beschäftigt gerade. Also, ich habe jetzt hier. Ach nee, guck mal einer an. Ja, wunderschön. Okay, dafür ist natürlich unsere Leona weg gewesen, das hätten wir pingen sollen. Aber die war so low life, ich hätte nicht gedacht, dass die hineingeht. Könnte natürlich sein, dass der Warwick jetzt mit hier hinkommt. Die war einfach viel zu low, ich hätte nicht gedacht, dass sie reingeht. Ich auch nicht.
bin der beste Last-Hitter-Mensch überhaupt, ne? Von wegen, ich bin mega beschissen da drin. Aber das ist auch bei den meisten ADCs einfach mal die Spiele, da irgendwann scheißegal ist, ob ich in den ersten paar Minuten Creeps gefarmt habe oder nicht, weil ich das dann im Endgame mega aufhole. Weil ich dann immer irgendwelche Fähigkeiten habe oder so. Ich benutze ja viele Fähigkeiten. Womit ich dann direkt die ganzen Waves auf einmal clearen kann. Erfen würde ich sagen, danke. Komm mal eben ein Stück zurück. Ich sagte doch, komm mal eben ein Stück zurück. Danke. Pass auf, hinter dir ist die Stunner. Oh Gott, ich sterbe, 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 sterbe. Ja. So viel zu, komm mal eben ein Stück zurück. So, das geh ich mal kurz weg. Mhm. Passt schon. Krieg mal hin. Ach. Ja, was geht, Junge? Ich bin eine Amazone, weißt du? Ich bin Xena, die Krieger-Wonder-Woman-Prinzessin. Muss ich halt meinen schlechten Supporter, der mich gerade im Stich gelassen hat, ausgleichen. Ja. Ach, das... Selbst warden muss ich alleine, alles muss man selber machen. Auf jeden Fall. Aber hey, ich bin halt eine anständige Kriegerprinzessin hier, ne? Da muss man schon so gucken, wie man sein Tagesgeschäft so vollführt. So, die ist jetzt da drinne. Ich mag da nicht hingehen. Her mit der Kohle. Ein Gegner wurde getötet. Oh, fuck it. Boah, diese blöde Kuh, ne? So, naja. Das ist halt so hart, ne? Das ist dieser Debuff von der Tristana. Der. Das ist gerade, der frisst ja einfach so. Und, ja, dann bist du halt für kurze Zeit so mega immobil, dadurch, dass die dich einfach dann... Hier das Gesicht einfach wegpenetrieren. Ich kann da nicht mit reingehen, ne? Die wird mich sofort angreifen. Ich bin dafür zu low. Ich sterbe dann. Und ich mach noch nichts sterben. Dim. Nein! Wir werden geportet, da weg. Kommt einer, der, also weiß ich schon, Dings. Ja, Dings! Ja. Oh, du Pisser, ey. Ich meine, du blöder Kackmensch, ist genauso, ist eigentlich egal. Beleidigung hier einfügen, danke. Ja, toll. Das ist ja wunderbar. Erstes Game in Silber, weißt du, und dann noch ist nichts verloren. Schau mal eben ab, ich bin sofort wieder da. Nein, ja, noch ist natürlich nichts verloren. Ich verliere generell nicht.
Course, I'm Wonder Woman. Ein Gegner wurde getötet. So, da bin ich wieder. Wonder Woman, oder? Dann geh ich mal kurz weg. Ich muss gerade gucken, ey. Ich habe so mega Bammel davor, dass die da sind, sind schon wieder beide. Das hat die sich gekauft. Mehr Rüstung. Die geht auf. Die wird sich ein Moped Support Item kaufen. Was war's? Das Schild. The name escapes me at the moment. Ja, dann. Also die blöde Kuh natürlich auch noch ihr Ulti. Ja, du auch. Ja schon, aber ich kann halt nur eine Fähigkeit abfangen, weißt du? So, und es ist kein Diebstahl, wenn demnach muss ich gucken, die ist da immer noch drin. Die ist doof. Stimmt. Ich mag die nicht. Kannst du da mal, genau. Hi. Vergiss es. Wer kommt? Kha'Zix kommt. Okay. Geht aber jetzt gerade Warden, ne? Danke. Ja, ist okay. Komm, dann laufen wir uns. Holen wir uns die an. Finde ich einfach nur mies, dass die weghüpfen kann, obwohl sie gestunt ist. Ja, das ist ey, gestern hab ich ein Spiel gemacht, da habe ich gegen eine Tristana gespielt, die konnte weghüpfen, obwohl die gesilenced war. Wie geht denn das bitte? Die war gesilenced, weißt du, also die war gesilenced und dann hüpft die weg. Wie geht das? Das ist einfach, das geht einfach nicht. Du kannst doch kein. Hier steht wieder ein Wort, pass auf, dass Kassadin nicht runterkommt. Das läuft einfach nicht, du kannst nicht weghüpfen, springen, wenn. Das sein, das. Ja. Nö. Ah, guck mal, Warwick Hit. Ja, alles schon gesehen, wa? Der hat Ulti. Alles schon gesehen, wa? Der hat Ulti. Hm, ich weiß. Ja, was erwartet ihr Trolls jetzt? Ich bin bestimmt nicht der Erste, der da reingeht. Ich hab da einen Off-Tank stehen, einen richtigen Tank und einen Assassinen-Off-Tank-Moped. Jetzt erwarten die von mir, dass ich als Erster reingehe. Ja, schön gemacht. Ja, warte. Ja. Schön. Oh. Ach ja, das sind Dem-Gangs, ne? Also... OP. Also für was bin ich jetzt nochmal gestorben? Du bist gestorben, damit der Kha'Zix 2 Tötungen kriegt. Ah ja, und dafür bin ich auch gestorben. Also es war gerade ein ganz fairer Deal. Wir zwei sterben und er kriegt 2 Kills. Ich meine, der spielt jetzt 3-0 und wenn der dadurch schaffen sollte, das Spiel irgendwann... Das ist ein Kha'Zix, normalerweise soll der das Spiel reißen. Genau, können, ja. Dann ist mir das eigentlich Wumpe, ne? Also dann ganz im Ernst, dann kann er. Das Schöne ist, wir verrecken, aber unser Tower hat noch keinen einzigen Damage bekommen. Obwohl wir die ganze Zeit Leute hier haben, meinst du? Ja. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt gerade fragen, warum ich als erstes Atmas Quäler baue. Das wäre voll fail und guck mal, Itembild, bla bla bla. Ja, ich sehe es selber. Ich brauche das ja nicht. Ich habe dieses. Sie hat nicht gedacht, was sie macht. Bitte? Du hast ein Problem. Ich habe ein Problem.
Haha, genau so ist nicht. Ja, du bist so intelligent, Rüstung. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass da nochmal ein Ulti von der rausfliegt. Hm. Das tat sie dann aber nicht. Ich bin. Schön. Ah, gut. Hat der. Ja, der Amumu. Oh, sorry. Ja, Amumu ist dafür gestorben bei uns. Noch bleiben Tower, danke. Kann die Tristana mich nicht nochmal eben anschließen? Ich bräuchte Mana. Ich glaube, die haben eher auf mich abgesehen. Ich glaube gerade auch. Also ich glaube, die sind gerade nicht so dein Fan. Damit ist wieso? Ich glaube, weil du ziemlich gut gerade ja gegenhältst, was die da aufteilen. Ich bin halt mega squishy, das ist halt so. Genau, deswegen geht's lieber auf die Tanks. Ja, nee, ich meine jetzt. So, weißt du, so das Dumme ist einfach gerade gegen die Tristana, die hat halt diesen Movement-Vorteil, weil die halt durch die Gegend... Ja, die sind auch so scheiß agil, ja, das ja. Ist auch so nervig. Schade, ich hatte gehofft, die benutzt wenigstens ihren Skill. Ah, nur 20 Sekunden auf der Uhr und dann ist wieder Teleporting Time. Ich liebe diesen Teleport-Buff, den die einfach gemacht haben. Das ist das, wo ich am meisten draus profitiere. Ich meine, die Tristana ist mir gerade von den Items ein ganzes Stück voraus. Ja, die hat Kills plus. Ja, die hat nur einen Kill, einen Assist, aber. Ja, hast du angesagt, dass wir zwei Leute weg haben? Ja. Was willst du denn machen? Das ist gerade. Ja, machst du nix, Mann. Das ist halt so. Der Rennick ist gefeedet wie Sau. Ja, den Tower kann ich halt. Das war so dumm, ich hätte da so nicht hingehen sollen, ne? Ja, lauf weg. Nein. Was? Weil er es kann. Das war einfach. Ich hatte mit den anderen Port. Nicht reinkommen sollen. Ich hätte den anderen Tower nehmen sollen. Aber dann kam ja instant da so alles um die Ecke gebrezelt. Na, scheiße. Kacke Idee. Nierli ist jetzt auch tot. Ja, ich denke mal, die haben einfach mal fucking viel mehr Tanks als wir. Ja. Ja, der ist jetzt auch halt. Nee. Gegnerische Doppeltötung. Ja, 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 ja. Weißt du, es ist nicht so, als würde ich keinen Schaden machen, weißt du? Die Sache ist einfach nur die, was will ich gegen die ganzen Typen da ausrichten, wenn die gleichzeitig aushalten, wegspringen, alles Mögliche können. Das ist mega dumm einfach. Und unser Tower hat immer noch nichts abgekriegt. Ich mag das. Mhm, hab es ja. Während die Top-Lane und die Bot-Lane, die Top-Lane und die Mid-Lane irgendwie zwar Kills haben, ja, haben die aber trotzdem eigentlich ihre Lane verloren. Ja, und bei uns, während wir trotzdem belagert wurden, haben wir irgendwo immer noch eine intakte Lane. Ja. Komm, lass mal BW. Komm schon! Der Pimmock, ey, ich hasse den so, ne? Der ist halt so abartig, der ist halt. Ja, da kommt die auch schon. Guck mal, wie der sich jetzt auch hochhält.
Der ist doch behindert, der Typ. Willi. Was denn, das jetzt alle wieder hier auf der Botline sind? Machen wir das bitte so, dass du bei denen bleibst. Ich probiere die Top-Line zu pushen. Weil du kannst denn... Ich bei denen bleibst. Ja, dass du bei denen bleibst, dann haben die noch ein... Okay, das ist... Ah, fuck it, Alter. Ich würde so gern Split pushen und ich könnte auch so gut Split pushen, aber... WTF, genau. Mhm. Jetzt bist du schuld. Finde ich gut. Natürlich. Du und auch. Aber du auch. Nein, ich bin nicht schuld. Das möchte ich nicht. Nein, möchte ich aber nicht. Ich habe schon dagegen abgestimmt. Ja, what the fuck am I doing? Habe ich mich einfach wegteleportiert, wo ich nur noch 2 HP hatte? What the fuck am I doing? Who does understand this here, ey? Ja, guck dir, ach, der ist so behindert. Ach Mann, ich mag den nicht. Den magst du nicht. Ja, der Kassadin, weiß ich, wäre gerade halt fast weggekommen und der kommt natürlich von mega andere Ecke des Feldes angesprungen und bringt mich trotzdem um. Komm, jetzt töte den Pönnungsleiter wenigstens noch. Und jetzt bringt die Kutze Stana dich um. Tschüss. Jo. Push halt die Top-Lane. Ich will auch noch irgendein Erfolgserlebnis heute haben. Ey, ich hab 4 Assists, ich bin glücklich. Ja, ich hab auch 4 Assists, aber ich hab auch 4 Tode und einen Kill nur. Und den hab ich mir gerade mehr oder minder, und den hab ich mir gerade mehr oder minder geklaut. Ich drück einfach die Tower, ich bin glücklich. Ja, wenn du mit den anderen bleiben würdest, ne, also dann kann ich definitiv auch genug... Lauf. Bin dabei. Dann kann ich definitiv auch gleich mega Split pushen. Ja. Das ist so gar nicht das Ding. Nur halt dafür musst du gucken, dass du tanky und alles genug wirst, dass du die da... Ja, will ich ja auch, aber... währenddessen genug heilen kannst. Da, guck, jetzt sind die Pimmox da schon wieder alle am Feiern. Ja, ich seh schon. Ja, schön. Ich brauch keine Kills, überhaupt nicht. Wo, Vic, von hinten? I. Ah, Renekton Botlane, oh fuck. Ja, die Botlane ist ja eh schon kaputt. Das wäre jetzt nicht unbedingt was gewesen, wie ich gesagt hätte. Ist jetzt erstaunlich, dass er die Botlane kaputt gemacht hat. Hm, ja, nehme ich mit, komm. Scheiß drauf. Hm. Ja, dann mache ich wieder Pusher Sephir, das ist kein Ding. Ja, von vorher. Und? In diesem Fall. Ja, ich muss halt wirklich gucken, dass ich auch genug Run-Speed gleich noch aufbaue, weil die sind halt alle so mega mobil. Was hat denn die Niederlehne mit dem Ding angestellt, Mann, dass der so drückt? Der Renekton. Ja, Renekton drückt eigentlich generell immer. Da muss ja... Markets könnten wir nichts brauchen. Bitte? Bronze-Team, ja, weil du bestimmt Platin 1 bist, einfach. Idiot. The real Challenger is speaking, Meister. Pass auf, die kommen als ja, sollen die ruhig. Ich bin da eh nichts wert. Guck mal, Alter. Please, more Ultis. Ich bin eh nichts. Bist du ein bisschen draußen? Das war gerade der Warwick. Das war... Mhm. Das war jedes Ulti. Im Endeffekt. Okay. Ich meine, der Dingens, Kassadin hat seins natürlich alle paar Sekunden wieder. Aber Leona und Warwick haben erst benutzt. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet.
Geh weg. Jetzt ist der auch instant direkt bei euch da oben. Das ist so abartig, ne? Das ist wirklich so abartig. Wie ich kann halt nichts machen. Ekelhaft mobil die sind. Ich konnte jetzt gerade weder zu Nidali latschen noch sonst irgendwas. Ja, ich guck mal, vielleicht kann ich der noch. Weiß ich nicht, irgendwas. Jetzt habe ich mein Flash auch gewastet, mehr oder minder. So. Hey, du portest viel zu viel weg. Ja, ja, genau. Nein, da fragt er, warum du gerade so schlecht spielst. Ach so, ja, klar. Hm. Ja, weiß ich nicht. Warum vielleicht, weil du zum Beispiel die Ganks, die du gemacht hast, nur um selber Kills zu kriegen und ich dabei jedes Mal draufgegangen bin. Das könnte ein Fakt sein. I don't know. Sag ich mal einfach, I don't know. Weil ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche dämlichen Diskussionen. How about I just mute you, you motherfucker? Das wär doch eine akkurate Antwort. Das mag ich nicht. Ey, der Warwick, ne? Guck mal, wie straight der direkt zu mir läuft. Ich mag den nicht. Guck mal! Alter, aus welcher Entfernung, ne? Dieser blöde Penner. Ich hasse den so. Guck dir die mal an! Boah, wie geil die auf mich sind! Ich meine, ich find's cool, ne? Weil ich bin halt echt ein heißes Früchtchen, so. Ja, genau. Wunderschön. Ja, genau. Jetzt hello, weißt du? Ach Gott, Alter. K6. Wunderschön, ey. K6, please open your mind and shut your mouth. Weißt du, so ein Lappen, ganz im Ernst, so ein mega, mega Lappen. Wenn der nicht mal sieht, dass ich weggefokust werde, jedes Mal aber auch. Wir machen gerade Dragon. Fights bringen mir gar nichts mit denen aktuell, ne? Das ist mega traurig, aber das ist einfach so. Also mit dem K6 vor allem, der sieht immer nur sein eigenes Ding, was der selber kriegen kann gerade. Und deshalb da reinzulaufen, um dann für den zu sterben und dann im Endeffekt aber so zu sterben, dass auch nichts fürs Team dabei rumkommt, ist für mich mega behindert und bringt mir nichts. Und dennoch werde ich nicht zu ran. Nee, ich auch nicht. Vergiss es. Das Problem ist schon mal, was die für Tanks haben und wir haben zwei. Ja, richtig. Ich guck gerade unten auf der Karte. Ah, Tristana, ich hasse dich. Ah, ich bin draußen. Oh, Alter, die sind halt irgendwie immer da und... Krass fucking mobiles Team, echt. Wenn ich mal am Anfang, weiß ich nicht, von dem K6 vielleicht den ein oder anderen Kill dann bei dem Gank gekriegt hätte und nicht dabei immer nur gestorben wäre,
würde ich vielleicht jetzt mehr ausrichten können, aber so muss ich mich echt auch darauf beschränken und das ist. Sorry, das ist Baron. Robin? Ich hoffe es. Spielt die Nidalee, die spielt keine AP, nicht? Es ist kein Diebstahl. Nein, das ist Bruiser Nidalee. Okay. Siehst du, was dabei rauskommt? Ja, ich weiß nicht, wie, inwiefern das noch funktioniert, weil damals konnte man die gut spielen, so. Nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Also, da mit in die Teamfights zu gehen, das bringt mir so gar nichts einfach. Das, ich sterbe permanent, durchgehend einfach. Ich sterbe einfach, um tot zu sein. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, es ist gut, dass der Kha'Zix aber die ganze Zeit genau weiß, was abgeht und ist halt ja. dem Platinum 5, dem Challenger Players, weißt du. Zerstört. Was soll ich denn hier machen, Alter? Ja, jetzt verreck ich, weil ich dem Kerl helfe. Das ist so genius, Alter. Wie du auch gesagt, Tristana. Wie der mich trotzdem kriegt jetzt, oder was? Willst du mich verarschen eigentlich? Guck mal! Ich bin halt mega weg. Boah, Alter. Ganz im Ernst. Wie weit der einfach mal wegrennt. Einfach. Ja, genau. Ich bin ja nur irgendwie schon Kilometer weit weg gewesen und der portet sich trotzdem ran und haut mir in die Fresse. Das ist. Nur für dich, mein Freund. Nur für dich. Ja, das ist einfach mega dumm. Das ist so mega dumm, ne? Also ich habe 250 Rüstung, ich bekomme trotzdem bloß AD-Schaden ins Gesicht. Das ist so witzlos. Gleich fertig. Könige kommen und gehen, aber Gold bleibt. Ja, genau, das bekomme ich gleich. Der Baron ist es aus. Gesetze zählen nur, wenn sie mir nützlich sind. Guck mal, der Warwick schon wieder. Kannst mir ja sagen, was du willst. Aber wenn der straight durch alle durchläuft und wieder zu mir läuft. Jedes Mal. Gerade eben waren sogar dann zwei oder dreimal über die Leona und die Warwick-Ulti. Halt, um sicher zu gehen, dass ich definitiv draußen bin. Das ist mega dumm einfach. Wir wollen halt nicht mit dir spielen. Ja. Ach ja, und wir hatten ein Easy gerade dabei, das war von Kha'Zix. Klar. Mit 3, 6, 14. Mit 3, 6, 14.